Hallo ihr Lieben, ich habe es euch versprochen, dass ich euch mal so ein bisschen was zum Humor sage. Und ich habe gerade direkt auch eine Bestellung hier und da ist das Eispulver drin. Und als ich es gesehen habe, war ich so, das kann nur nicht so gut werden. Aber vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich will euch einfach mal meine Meinung dann zu dem Produkt auch sagen. Jetzt wird es erstmal ein erstes schauen, was überhaupt drin ist. Das weiß ich nämlich auch noch nicht so richtig. Ich habe es nur so ganz grob meine halbe Inhaltsstoffliste gesehen und eben auch ein bisschen was generell zum Moorsagen sein. Und was ich auch noch hier habe, ist diese Chunky Flavor, was ist das, Wettbewerber Box. Die werden wir uns auch angucken. Und zuerst würde ich aber, wie gesagt, mal ein bisschen was zum Moor sagen. Hallo, dass ihr mich ein bisschen seht, hallo. Ja, also Moor Nutrition an sich habe ich das erste Mal auf der FIBO 2016 oder 17 probiert. Ich glaube, es war 17. Und da fand ich die Flavors ganz in Ordnung, aber ich weiß noch, ich habe sie damals nicht gekauft. Also diese Chunky Flavors, die waren ja auch, glaube ich, die ersten, die ein bisschen Laktase mit reingemacht haben, dass es besser verträglich ist und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich erst, einmal habe ich, glaube ich, dann welche bestellt, 2018, 19, aber nicht nochmal wieder, weil es irgendwie günstigere gab, die ähnlich geschmeckt haben. Und diese paar Chunky-Dinger da drin, die fand ich jetzt nicht so ausschlaggebend, dass ich es mir deswegen gekauft habe. Und das sage ich, die Chunks Queen für im Eis. Ich habe dann aber tatsächlich, liebe Grüße an Chrissy, sie hat mich dann nochmal gemorfluenced, sage ich mal, weil es schon so ein bisschen so ein Universe für sich ist. Und dann habe ich 2021 Ende das erste Mal wieder bestellt und seitdem habe ich doch einige Produkte. Ihr habt es ja in dem anderen Video von mir auch mal gesehen, das, wo ich es euch gezeigt habe, was ich alles so habe, Proteinpulver, ziemlich viele von den Leitprodukten. Das wird hier auch eher so ein Leitprodukt-Unboxing, weil es gerade so eine Aktion am Wochenende war. Und da ist eben auch dieser Leitmix dabei, den zeige ich euch dann mal. Draußen geht's ab mit den Hunden. genau, aber auf jeden Fall, was ich ganz kurz vielleicht meinungsmäßig dazu sagen möchte, ich kaufe die Produkte, ihr seht es ja auch, ich muss nur sagen, dass die natürlich schon echt teuer sind und dass das eine riesen Marketingmaschine dahinter ist, also auch diese ganzen Influencer, die ihr online dazu seht, die sind alle super nett, ich folge auch ganz vielen davon schon ewig, auch bevor die bei Moor waren und so weiter. Und ich habe auch echt von vielen von euch bei Instagram Nachrichten bekommen, dass sie Inside Stories kennen, was da irgendwie abläuft und was einfach das für eine Maschinerie ist. Und natürlich, also ein Unternehmen, was so rasant wächst und so gut läuft und so einen Umsatz macht, klar ist da auch sowas dahinter. Das ist vielleicht in einem Unternehmen wird das ein bisschen heftiger gepusht als in einem anderen und da laufen vielleicht ein paar Sachen irgendwie moralisch schlechter als in einem anderen. Im Endeffekt ist das alles Kapitalismus, das ist meine Meinung dazu. Tobt euch gerne mal in den Kommentaren dazu aus, was eure Meinung zu Moor ist. Ob ihr sagt, einfach nur total blöd und überteuert oder ob ihr sagt, ja, also so wie ich, es ist teuer, aber es gibt ein paar Produkte, die finde ich trotzdem cool und deswegen bestelle ich da auch. Ich glaube, es wird halt gefährlich, wenn man sich so in diesen, wirklich in diesen Strudel zu sehr reinziehen lässt und da wirklich jede Woche bei jeder Aktion bestellt und denkt, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht habe, dann bin ich nicht cool oder dann ich muss unbedingt jetzt diesen Brownie-Mix bekommen oder diesen Ice-Cream-Mix, weil er ist jetzt neu und alle haben den. Und nein, nicht alle haben den. Vielleicht im Moor-Universe ist das dann irgendwie total cool, aber come on. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, solange man da die Produkte einfach so gerne einsetzt, als Gimmick, weil man wirklich sagt, man möchte weniger Zucker essen, womit sie ja zum Beispiel ganz viel werben, dann ist es in Ordnung. Ansonsten gibt es viele Supplement-Produkte, die ihr woanders kaufen könnt, die auch super sind. Also was ich tatsächlich am meisten bestelle, ist so Total Protein, weil es mir einfach dieser Blend aus Casein und Whey da drin gefällt mir einfach super gut für alle möglichen Sachen. Ich bestelle mir auch immer das Geschmacksneutrale, weil ich damit auch eine Pizza machen kann und so weiter. Ich bestelle mir das More Sleep, das hat mir wirklich super geholfen, das vertrage ich richtig gut und halt Chunkies, wo mich es echt gerade hart nervt, dass das immer so anzieht vom Wasser her. Die Soßen an sich mag ich auch, die Cheddar Cheese und so, aber bestelle ich dann lieber bei God 7, weil es fast genauso schmeckt und ein bisschen günstiger ist. Ja, und ab und zu dann halt auch mal neue Sachen. Die Brownie Bowl will ich tatsächlich auch mal probieren und ich will jetzt aber erst mit den Ice Mix probieren, deswegen machen wir den jetzt mal zusammen auf. Oder, nee, ich zeige euch mal ganz kurz, ich zeige euch mal ganz kurz hier diese Box.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es damit auf sich hat. Schreibt es gerne drunter, wenn ihr es wusstet, mit dieser Wettbewerbsbox. Ich glaube, irgendwie einige von den Chunks, nee, das sind wir, von den More Leuten, Influencern, haben da irgendwie was Geschmäcker kreiert. Ich habe einen, zwar den ich am wenigsten mag, tatsächlich schon rausgenommen, weil ich so das Schlimmste zuerst probieren wollte. Das war der mit Maracuja und sowas. Ich stehe einfach auf dieses Tropical nicht und so schmeckt er auch. Tatsächlich glaube ich, kann ich den nur als Salat-Topping nehmen. Also alles andere schmeckt mir einfach nicht. Und den habe ich auch schon probiert, weil ich dachte, dass er mir vielleicht am besten schmeckt, weil der ja so ein bisschen wie Raffaello schmecken soll. Und ich muss sagen, ja, ganz leicht, hat aber schon auch diese künstliche Note. Also ja, es riecht eher so wie ein Kokos-Shampoo so ungefähr und hat auf jeden Fall dieses künstliche. Ich glaube, ich drehe euch jetzt mal um, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Zu dieser Sorte, in Verbindung mit zum Beispiel körnigen Frischkäse oder so, schmeckt das wirklich original wie Raffaello. Es ist so krass, ich habe mir das da im Büro einfach mal zusammengerührt und es sieht so leicht gelb aus, es ist so genial. Also ihr seht, da sind auf jeden Fall so ein paar kleine Toasted Coconut oder nee, Mandelstückchen drin. Und sorry, ich probiere es jetzt so, ich bin das gewohnt. Und es schmeckt wirklich gut, also im Quark kann ich mir das richtig gut vorstellen. Es hat schon Raffaello-Vibes, muss ich sagen. Also das ist eins, das würde ich mir auf jeden Fall in der Großpackung nochmal kaufen. Obwohl ich die kleinen fast besser finde, weil die einfach nicht so schnell anlaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier Raspberry Cheesecake. Und da, oh Gott, Raspberry ist bei mir auch immer richtig schwierig. Also es passiert schnell, dass das zu künstlich ist. Mit echten Keks und Himbeerfruchtstückchen. Mit dem Keks zusammen könnte es geil sein. Vielleicht könnt ihr noch einfach das Himbeer, es gibt doch Himbeerjoghurt, oder? Vielleicht könnte man das aber auch einfach mit dem Butterkeks mischen, hätte das gleiche. Sieht auf jeden Fall farblich. Schau mal richtig, richtig nice aus. Ich rieche jetzt mal dran. Das wird gut. Ich glaube, das ist nicht zu künstlich. Es riecht ein bisschen, also es ist nicht dieses eklig künstliche, was ich nicht mag. Es riecht eher so wie Mamba oder Mao am Himbeer. Doch, ich probiere mal so ein bisschen. Da sind auf jeden Fall gefriergeschraubte Stückchen drin. Keksstückchen sieht man jetzt nicht so, aber das könnte wegen der Farbe sein. Doch, kann man machen. Aber tatsächlich schmeckt es wirklich ein bisschen wie Mamba. Also wenn ihr das immer mochtet, aber schmeckt lecker. Er ist nicht glutenfrei, wegen den Keksen, seht ihr hier hinten. Palmfett ist auch drin. Also ja, es wird Zucker und sowas gespart, aber wie in vielen Produkten ist da trotzdem auch irgendwas drin. Ist geht ja auch nicht groß anders, wenn es wirklich solche Produkte sein sollen, die nicht noch krass teurer sein, weil ihr zahlt hier viel auch für Marketing und die sich auch irgendwie halten sollen. Genau, haben wir die zwei. Apricot Cheesecake. Das ist auch wieder mit Keksstückchen oder was für den Boden. Ich lese gerade mal mit echten Keks und Fruchtstückchen. Sind hier überall Keksstückchen drin? Vielleicht habe ich was verpasst. Nee, okay, hier sind es nämlich Kokosraspeln und Mandelstückchen. Übrigens haben wir hier 356 Kalorien auf 100 Gramm, wen das interessiert. Bei der ist es bestimmt ein bisschen weniger, ja, 302. Und für die anderen Nährwerte könnt ihr Pause drücken. Und hier sind es 362, hier ist es am meisten bisher. Und ich muss sagen, ich mag Aprikose und Peach und sowas tatsächlich sehr gerne, auch als künstlichen Geschmack. Deswegen erwarte ich mir gerade sehr viel hiervon. Lass uns mal schauen. Bitte sei gut. Riecht interessant. Seht auf jeden Fall, ich sehe Stückchen. Ja, ich probiere mal. Ich habe ein bisschen Angst, es könnte mir nicht so geil schmecken. Nicht warum, aber es schmeckt, obwohl. Schmeckt ein bisschen wie Dosenaprikosen. Es reimt sich. Also wenn ihr das mögt, vielleicht doch okay. Jo, Dosenaprikosen. Doch, kann man schon machen. Schmeckt wie Dosenaprikosen mit ein bisschen Butterkeksen obendrauf. Und wie gesagt, das andere schmeckt wirklich ein bisschen wie Kura-Maya Split, aber ohne das Milchige. Das kriegt ihr dann, wenn ihr es wahrscheinlich in Quark einrührt. Und jetzt haben wir Tiramisu. Auch mit Keksstückchen. Yay, und wahrscheinlich Kaffee. Das könnte ich richtig lieben. Oh mein Gott. Wir haben hier 326 Kalorien. Bitteschön. Und die anderen Zutaten seht ihr hier.
Basiert sind ja alle auf Inulin. Da könnt ihr noch mal mein Chunky-Video von neulich anschauen. Da habe ich ein bisschen mehr dazu gemacht. Keine Sorge, es wird jetzt nicht nur hier more reviews. So schaut's aus. Und das ist ein bisschen fluffiger. Es könnte sein, dass es schneller anzieht bei Luftfeuchte und wieder so hart wird. Ja, es riecht nach Instant-Kaffee ein bisschen und ein bisschen nach diesem typischen Amaretto-Aroma aus der Industrie. Ja, so riecht's. Kaffee und Amaretto-Aroma. Also Instant-Kaffee und Amaretto-Aroma. Mmh, ist geil. Schmeckt mega nach Amaretini. Müsst ihr mögen. Und Kaffee. Aber das Instant-Kaffee riecht man mehr, als dass es danach schmeckt. Das stelle ich mir richtig geil in so einem Quark vor. Ich glaube, wenn man das dann... Da denkt man schon, man isst Tiramisu. Ja, das ist nice. Das und das Kokos sind tatsächlich meine Liebsten. Danach kommt wahrscheinlich das Himbeer. Dann kommt doch das Aprikose und dann an letzter Stelle das Tropical. Habt ihr es probiert? Was haltet ihr davon? Schreibt es mal drunter. Und ich glaube, das andere wird sonst ein zu langes Video. Das Lightfood-Paket mit dem Eismix, das packe ich aus und das kommt dann im nächsten Video. Vielleicht lade ich sie auch vorher hoch, vor dem.